Ciao Leute, ciao von André Unger. Haben Sie schon abonniert? Noch nicht? Schlecht. Bitte abonnieren Sie, sonst kommt keiner. Das keiner sieht die Videos und meine Partners werden böse mit mir. Aber jedenfalls, hier kommt jetzt die Lösung, die Antwort zu der Frage, warum das unglaubliche System in der Tat nicht funktionieren kann. Passt auf, die Erklärung ist nicht so einfach vielleicht, aber mehrere Leute haben beantwortet. Leider gab es nicht die richtige Antwort. Einige waren ungefähr wohl richtig, aber nicht genau kam die Lösung, warum es wirklich nicht funktionieren kann. Ich werde die unterschiedlichen Antworten auch dokumentieren, sodass Sie wissen, was funktioniert und was nicht. Passen Sie auf. Das ist, und abonnieren Sie meinen Kanal. Ciao, ciao, bis später. So, also, das ist also die Lösung zum Problem. Hier ist diese 15-Minuten-Chart vom MinSP und da haben wir die ca. 2 Millionen Dollar Gewinn. Und die Frage war, kann das funktionieren oder nicht? Ist das mit dieser ausgezeichneten Equity Line ein Fake? Oder ist da etwas falsch im System oder was kann es sein? Ja, das war die 1-Minute-Chart, aber okay. Das war unser Code. Und eine Antwort war, ja, klar, du hast einen Blick in der Zukunft. Nein, es ist nicht die Lösung, wenn wir das mal besser sehen würden. High und Low sind jene von der Balke, die schon fertig ist. Also, wenn unsere Kerze, unsere Balke fertig ist, dann senden wir Orders bei Hoch und Tief von dieser fertigen Balle, die gültig sein werden für die nächste. Wir haben also Buy at High Limit bedeutet, kaufe beim High von der vorherigen Kerze an der nächsten. Okay? Das ist wichtig. Also, wir haben keinen Blick in die Zukunft und Multichart gibt auch keine Möglichkeit, das zu tun, in der Tat. Also so schlau oder so doof waren wir eigentlich nicht. Das war sicher nicht die Lösung zum Problem. Und jetzt sehen wir mal hier, ich habe immer Schwierigkeiten mit diesen Charts hier. Die andere, die meisten haben gesagt, ja, du hast aber keine Kommissionen eingerechnet. Und das stimmt. Das stimmt. Ich habe keine Kommissionen, keine Gebühren gerechnet auf jede von diesen Charts. Und da habe ich diese 2 Millionen Dollar Gewinn ungefähr überall erreicht. Etwas weniger, etwas mehr. Und also die Frage ist, okay, was passiert dann, wenn ich jetzt Kommissionen dazu rechne. Was habe ich hier getan? Format Signal. Format und das ist nicht das ist Properties. Dann hier 5 Dollar Round Turn habe ich eingerechnet. Ich zahle 2, eine Kleinigkeit bei Interactive Brokers pro Order, also etwas mehr als 4 beim Round Turn und 5 ist also mehr als was ich zahle. Habe mit 5 gerechnet, weil es eigentlich einige Brokers gibt, die teurer sind. Und mit 5 kann man aber rechnen. Und wenn einer so viele Orders hat, und hier haben wir Limit, nicht Stop-Orders, dann haben wir kein Slippage. Nicht wie wir Slippage bekannt haben. Also Kommissionen sind eingerechnet und Slippage muss im Prinzip nicht eingerechnet werden, weil wir mit Limit Orders arbeiten. Also wir warten auf die Ausführung. Wir springen nicht im Markt rein. Mit Gebühren verlieren wir, aber guck mal her, wir haben jetzt weniger als 1 Million und wir zahlen 760.000 Dollar Gebühren und das ist sicher nicht wenig. Aber die Equity Line ist immer noch gut. Ja, die kleinen Störungen hier oben, in der Mitte und da unten, aber generell wäre ich mehr als zufrieden mit so einer Equity Linie. Sehen wir die
Jahreperiode hier. Es dauert immer ein bisschen, weil es so viele Trades gibt. Und das sind auch sehr gute Ergebnisse. Und wie ich vorher sagen wollte, mit so vielen Trades werden wir sicher noch bessere Kommissionen haben von unserem Broker, als was ich zahle. Das ist mit den wir haben ein durchschnittliches Gewinn hier immer noch mit 6, mehr als 6 Dollar. Und im Prinzip könnten wir noch mehr zahlen, weil wir immer noch 6 Dollar im Schnitt gewinnen pro Trade. Also, das ist nicht das Problem. Das Problem liegt nicht an den Gebühren. Hier sieht man mit dem 5-Minuten-Chart ist 5, etwas. Average Trade immer noch eine sehr gute Equity Line, 1 Million noch etwas und 944.000 Dollar Gebühren bezahlt. Okay, sehr viel bezahlt, aber immer noch sehr viel Geld in unsere Tasche. Das sieht man hier ganz klar. Und mit so einer Lösung wäre ich immer noch sehr, sehr zufrieden. Hier ist zuletzt noch die 1-Minute-Chart und mehr als 1 Million bleibt auf dem Tisch. Das ist die Equity Line. Die ist ein bisschen zerstört, also die ist nicht so schön wie die andere, aber immer noch sehr gut. Sicher noch sehr gut. Und okay, das braucht man nicht, weil das ein Jahr ist, das wussten wir schon. Das sieht man ganz genau. Es ist nicht hier, wo wir ein Problem haben könnten. Nicht bei den Gebühren. Aber wir haben gesagt, mit Limit Orders haben wir kein übliches Slippage. Wir müssen wohl Kommissionen zahlen, aber Slippage gibt es nicht. Aber die Wahrheit ist, dass es nicht unser normal bekanntes Slippage gibt. Es gibt aber etwas anderes, was passieren kann mit diesen Limit Orders und sowieso noch mit Märkten, die so fett und dick sind wie mein S&P 500. Hier werde ich gar nicht schlau genug mit der Chart, Entschuldigung. Okay, ich versuche nochmal. Hier, Zoom. Ja, natürlich klappt es immer noch nicht. Das ist eine Herausforderung. Okay. Na, gucken Sie mal her. Das sind die Ausführungen, okay? Long, Short und so weiter. Es gibt einige, hier steige ich ein, bin Long, steige Short ein, dann wieder Long und dann geht es weiter. Nächste Bar, hier ist Long, Einstieg, Short hier und hier wieder Long. Und hier, guck mal her. Low von dieser Bar ist bei Zufall auch Low von der nächsten. Und auch hier kaufe ich am Tiefpunkt von der Marke. Oder ich verkaufe beim Hochpunkt von der Marke. Das ist Zufall. Aber ich war wohl sehr brav, genau dort zu sein, wo der Markt hinkommen wird. Aber was passiert? Wenn Sie den Mini-S&P sehen, dann würden Sie sehen, es gibt vielleicht 200 Kontrakte pro Niveau. Okay? Und in der nächsten Minute, wenn ich auf einer Minute-Chart arbeite, in dem Fall hier, muss ich meine Order stellen und mein Order muss ausgeführt werden. Aber wenn ich meine Order platziere, habe ich noch 200 andere Orders, die schon dort sind. Dann bin ich Nummer 201. Das heißt, dass vielleicht sind die 200 Euro schon seit einer Woche da. Also, das heißt, dass ich in der nächsten Minute muss das Niveau erreicht werden, müssen die 200 Kontrakte gegessen werden und dann auch mein Kontrakt ausgeführt werden. Hier, die Plattform weiß nicht, wie viele Kontrakte am Niveau gehandelt wurden. Es könnte nur eins sein. Das sind immer noch 200, bis ich erreicht bin. Und die sagt, okay, du bist long, jetzt kannst du bei der Bewegung nach oben profitieren. Hier, hier und so weiter. Aber in der Tat ist das nicht passiert. Ich war dort am richtigen Niveau, aber ich hatte keine Zeit,
bis alle Kontrakte, die vor mir schon waren, ausgeführt wurden und dann auch mein Order erreicht wird. Und das ist ein verstecktes Slippage. Und das ist sehr gefährlich. Je fetter der Markt, desto gefährlicher dieses Problem. Mit 2 oder 3 Kontrakte pro Niveau ist es vermutlich kein großes Problem. Mit 200, 300 Euro so ist es sicher ein großes Problem. Und Mini-S&P 500 ist einer von den Märkten, die so viele Kontrakte haben. In dem Fall, was kann man hier machen? Hier Multichart bietet diese Möglichkeit an. Format Signal, the Properties in Backtesting. Hier kann ich wählen, die Limit Orders auszuführen oder zu denken, die wurden ausgeführt, nur wenn das Niveau, wo ich war, mindestens bei einem Tick überschritten war. Das heißt, wir schätzen hier, dass unser Limit Order ausgeführt ist, nur wenn auf dieser Bar etwas tiefer gekauft wurde oder etwas höher verkauft wurde, falls wir einen Short-Einstieg haben. Mit dieser Bedingung passiert das. Okay, das will nicht gezeigt werden. Jetzt haben wir das. Rot sieht man schon rot, sehr rot. Und vielleicht wird die Equity Line hier helfen zu verstehen, was da los ist. Das sind nur die Orders, wo ich sicher war, die wurden ausgeführt, weil das Niveau tiefer oder höher gehandelt wurde. Klar, die verlierenden Orders sind alle dabei, die Verluste. Und das ist auch die neue Equity Line. Und ja, wie die sich bewegt, war schon klar, aber auch Jahr nach Jahr sieht man, das ist Monat nach Monat, Entschuldigung, bei 1-Minute-Chart, dass die Situation eine echte Katastrophe ist. Diese Bedingung ist eigentlich nicht die richtige auch. Es gibt natürlich Fälle, wo die Orders ausgeführt wurden und wo nicht. Aber diese ist sicher wahrer als die andere. Hier sind wir auf 5-Minuten-Chart. Sie können sagen, mit 5 Minuten hast du mehr Zeit. Aber trotzdem will ich das testen. Und auch mit 5 Minuten sieht man, dass die Situation dramatisch aussieht. Verluste und wir verlieren sehr viel, 16 Dollar pro Trade ungefähr. Wir hatten vorher aber, glaube ich, so 5, 6 verdient und jetzt verlieren wir 16. Also es gibt einen riesengroßen Unterschied, Jahr nach Jahr. Wir versuchen trotzdem auch mal auf 15 Minuten zu kontrollieren, ob hier vielleicht etwas anderes aussieht. Nein, eigentlich nicht. Auch hier sehen Sie, die Equity-Linie ist wirklich schrecklich. Das ist nicht die echte Wahrheit vom Markt, aber es ist eine Wahrheit, die wir schätzen, aber die wahrscheinlicher ist als die andere. Also wir könnten im Prinzip in der Mitte stehen. In der Mitte. Nicht alle Orders müssen unbedingt überschritten werden, wo wir die platziert haben. Aber wenn wir auch in der Mitte stehen, wo wir 50% ausgeführt werden und 50% müssen wir warten, bis es überschritten wird, dann haben wir trotzdem Pech. Wir hatten, Sie erinnern sich, ungefähr 5 Dollar Gewinn im Schnitt und hier 16 Verlust. Also im Schnitt in der Mitte sind wir immer noch bei ungefähr 10 im Verlust und das schaffen wir trotzdem nicht. Und das ist die traurige Wahrheit von diesem System. Sehr schön auf der Karte. Sehr schlecht im Real Trading. Und das passiert wirklich. Das passiert wirklich. Und es kann passieren bei Märkten, die wie Mini-S&P sehr fett sind. Wir hatten, Moment mal, ich versuche das Performance Report zu zeigen hier. Entschuldigung noch. Ich sollte das nicht. Das sollte ich wirklich nicht tun. Wir haben so viele Orders und na, jetzt haben wir das. Wie gesagt vorher, wir hatten ein Ergebnis ohne diese Bedingung mit einem durchschnittlichen Trade von, was war das hier? 5, 5, 5 und 5 was? Fast weniger als 5.
Und klar, wir könnten auch mit Markt-if-touched arbeiten. Das heißt, wenn das Niveau gehandelt wird, dann senden wir sofort ein Marktorder. In dem Fall kaufen wir aber einen Tick höher oder verkaufen einen Tick niedriger. Und was passiert dann? Mit einem Tick höher verlieren wir auf dem Mini-S&P 500 12,5 Dollar. 12,5 beim Einstieg, 12,5 beim Ausstieg, so 25 Dollar auf dem Tisch. Und wir haben nur 5 als theoretische Ausführung. Oh, das heißt, wir verdienen 5, wir verlieren 25 mit Markt-if-touched, das geht auch nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dieses System schlau zu tragen. Das geht einfach nicht. Das System funktioniert nicht. Ich weiß, Sie werden das jetzt testen mit anderen Bedingungen, mit anderen Filtern, aber glaub mir, ich habe schon versucht, das klappt wirklich nicht. Leider, leider klappt das nicht. Und man muss aufpassen. Solche Sachen werden als Angebote gefunden. Wir bräuchten ein Average Trade von mindestens 30, damit zu rechnen. Wir hatten nur 5. Also, wir haben keine Chance, dieses System live zu handeln mit Erfolg. Aber wir werden sicher Angebote bei Signalsender und so weiter finden auf dem Web. Und da muss man aufpassen. Mit Limit Orders, bei dicken Märkten und niedriges Average Trade funktioniert die Geschichte leider nicht. So, das war's. Nicht so kompliziert, aber auch nicht so einfach. Und ich kann bestätigen, leider gibt es mehrere Fälle, wo solche Scams existieren. Es gibt Leute, die Systeme anbieten, die mit dem gleichen Prinzip gute Performance zeigen, aber in der Tat nicht funktionieren können. Nicht so extrem wie bei unserem Beispiel, aber bei mir ist es auch passiert. Es ist passiert mit einem berühmten Trader aus Nordafrika. Das Land zeige ich nicht, sonst kann man den erkennen. Und er zeigt mir auch zwei Systeme auf T-Notes, American T-Notes. Das ist auch ein sehr dicker Markt. Und die könnte nicht funktionieren. Ich habe sofort gefragt, ist das mit Limit oder mit Stop Orders? Limit Orders, dann klappt es nicht. Seine Antwort war, ja, aber meine Programmierer arbeiten dran. Leider kann kein Programmierer das Problem lösen, weil es nicht ein Softwareproblem ist, sondern ein Marktproblem und die Märkte kann man mit Software nicht ändern. Nicht ändern. Man kann entdecken, was man machen soll, aber nicht ändern, was dort passiert. Passt auf, solche Probleme werden Sie in jedem Fall finden und Sie müssen aufpassen, nichts, was zu schön scheint zu sein, ist dann wirklich so schön. Das war's. Ciao Leute, abonnieren Sie meinen Kanal. Ciao von Andrea Unger.